was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Diesmal hinter dem Vorhang Kardinalkrieg oder im Englischen Cardinal War. Und zu diesem extremst unappetitlichen Thema lade ich jetzt hier alle ein an den Rundfunkgeräten und im Internet, im weltweiten Netz, ohne doppelten Boden. Und gleichzeitig meine Gäste, den Jörg aus Belgien und die Stefanie aus Deutschland. Und Alter geht diesmal vor Schönheit. Moin, moin. Ach so, das bin ich dann ja. Ja. Ja, moin, moin. Alter vor Schönheit. Ah ja, stimmt. Ich bin ja schon so jung nicht mehr. Gut, lassen wir das Thema. Toll finde ich dieses Bild, was man da von dem Kardinal Spellman sieht. Das spoil ich ja jetzt nicht, wenn ich sage, dass es Spellman ist. Das Tolle ist, so wie das Bild hier ist, lass es mal so, wie es war. Nee, so, genau, so, ja, so, nicht unterscrollen. So wie das Bild hier ist, sieht das aus, als ob er auf dem Gewehr reitet, wie eine Hexe auf ihrem Besen. Deswegen sage ich, scroll nicht runter, weil dann nimmst du es ja weg, dann sieht man ja seine Beine. Aber so sieht das aus, wie er, wie eine Hexe auf dem Besen reitet. Und im Grunde ist so ein Mensch auch nichts anderes, weil das ist ein reiner Satanist, der Cardinal Spellman gewesen, muss man ja sagen, weil er lebt ja nicht mehr. Aber solche Menschen, die die Funktionen haben, wie er sie hat, das sind pure Satanisten mit allem, was dazugehört. Und ich finde es schön, dass wir hier in dieser Sendung auch solche Dinge mal aufdecken, obwohl wir das niemals in der ganzen Größe machen können. Weil A, wir die Informationen nicht haben, die sind eben Geheimwissen, die nicht jedem zugänglich sind. Und B, weil ihr das wahrscheinlich alles gar nicht wissen wollt. Ihr würdet es sowieso verdrängen. Da sind die Menschen nämlich ganz, ganz gut drin. Alles verdrängen. Vor allen Dingen, wenn bestimmte Dinge schon einige Zeit her sind, irgendwo in der Vergangenheit stattgefunden haben, dann will man sich dann nicht mehr mit beschäftigen. Und wenn dann irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen werden, sagen wir, ach, so schlimm war das ja eigentlich gar nicht. Beispiel, was ich gerne anholen möchte, ist Dutroux. Ganz Belgien war entgeistert, war geschockt 1996, als diese Dutroux-Affäre herauskam, und wir sind noch keine 30 Jahre später und kein Schwein spricht mehr drüber. Seine Frau ist schon längst entlassen aus dem Knast und er selber ist, glaube ich, auch nicht mehr im Knast oder sowas. Also, Entschuldigung. Menschen vergessen solche Dinge eben einfach. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir hier jetzt mal behind the curtain gehen, wie das im Englischen so schön heißt, hinter den Vorhang. Ich habe ja auch für diejenigen, die Englisch sprechen, auf meinem Jocklers War und Disinfo, meinem früheren Zweitkanal, eine Serie hochgeladen von dem Sieben-Tags-Adventisten Bill Hughes, Behind the Door, hinter der Tür, was im Grunde derselbe Ding ist, weil das hinter einer quietschenden Tür sozusagen versteckt war. Und er hat da einen Blick reinwerfen lassen. Und ob du es glaubst oder nicht, Michael, das sind genau 55 Folgen. Behind the Door. So, jetzt habe ich lang genug eure Zeit in Anspruch genommen und gebe mein Mikrofon gerne weiter an unsere Gästin, weil man muss ja mal das gendermäßig richtig sagen. Stefanie, bitteschön. Danke, Jörg. Und es heißt Gast innen und außen, damit das bitte politisch korrekt ist. So, dann sagt die Schöne auch mal was dazu. Die Schöne und das Biest. Ja, der Alte war ja jetzt dran. Ja, das Bild finde ich auch echt super. Da hat der Jörg schon recht, dass das aussieht, als ob er auf dem Besen fliegt. Ja, ich finde es anders auch schöner, wenn es oben lässt. Ja, ich weiß nicht, was heute auf mich zukommt. Ich kenne mich ja da wesentlich weniger aus als ihr, aber wenn ihr sagt, dass das schon wirklich eklig werden soll, ich bin mal gespannt, was da heute alles rauskommt. Und ja, man muss einfach die Sachen sich angucken, man muss der Wahrheit ins Auge blicken. Es bringt nichts, wenn man wegguckt und die Hand vor die Augen hält. Die Dinge passieren ja trotzdem. Von daher würde ich sagen, Michael, erzähl uns mal, was du heute in der nächsten Folge alles für uns hast. Ich bin da wirklich sehr gespannt drüber. Ja, bevor Michael das jetzt macht, muss ich dann noch mal kurz einsteigen über Cardinal Spellman, was für ein schlimmer Mensch das eigentlich war. Ich habe auf meinem rein englischen Kanal, The Papacy is the Antichrist heißt er, meine ich, immer noch Videos hochgeladen. Ich meine, sie nicht runtergenommen zu haben, weil Nicholas Arthur von First Man und Radio droht mir, meinen Kanal stillzulegen, wenn ich Lesungen von Tom Fress von früher da veröffentliche.
Da hat Tom Fress im Jahr 2011, wenn ich mich nicht irre, oder Ende 2010, ich meine, es war 2011, Ken Birdchief interviewt. Ken Birdchief, wie der Name schon sagt, klingt so ein bisschen an, ist so ein, kommt von den Ureinwohnern des amerikanischen Kontinents, ist ein Anwalt. Und der hat eine Jesuitenmission verklagt, wegen Kindesmissbrauch, hauptsächlich eben von eingeborenen Kindern, also Ureinwohnerkindern in Kanada und in Amerika. Und diese Jesuitenmission hat diesen Fall sogar verloren und wurde verdonnert, eine Strafe von 166,1 Millionen Dollar zu zahlen. Als sie das dann zahlen mussten, haben die sich ganz einfach bankrott erklären lassen und haben das nicht gezahlt. Aber in diesem Interview kommen Dinge daraus. Ich will jetzt gar nicht alles vorwegnehmen. Das ist in Englisch, aber das sollte man sich wirklich mal angehört haben. Der Ken Birdchief hat ja Zeugen vernommen und Zeugenaussagen gehört. Da gibt es eine Zeugenaussage von einem Jungen, der, ich sage mal, in diesen pädophilen Kreisen von Cardinal Spellman und so weiter herumgereicht wurde und wo klar war, wo Cardinal Spellman auftauchte, da wurden ihm Jungen präsentiert, wie man Leuten auf einem Tablett Austern oder sowas serviert, und er hat sich die rausgewollt, die er gerne haben wollte, und hat die sexuell missbraucht. Und da gibt es Zeugenaussagen von. Da gibt es vereidete Aussagen und alles von. Gerade über diesen Cardinal Spellman. Also deswegen wollte ich das nur noch mal eben gerade sagen. Dann habt ihr mal so ganz kleine Ahnung, was dieser Spellman für ein Mensch war. So, und jetzt bitte, Michael. Ja, und er ist nur stellvertretend für die Menschen, die hinter den Kulissen und hinter dem Vorhang die Strippen ziehen, in der ganzen Welt, früher, jetzt und auch in der Zukunft. Ja, bis eben alles hier auf dieser Welt eben dann halt wieder zusammenbricht. Und deswegen gibt es von ihm diese Karikatur. Also, pass the Lord and praise the ammunition. Also dann passiere den Herrn und lobhudel dann die Munition, preise die Munition. Ist also komplett umgekehrt wie ein damaliger amerikanischer patriotischer Song aus der Kriegszeit und hiermit eben verbunden mit dem kriegslüsternden Kardinal von New York oder den obersten, wenn man so will, den obersten Katholiken der Vereinigten Staaten, eben Francis Cardinal Spellman. Um den wird es also jetzt hier hauptsächlich gehen. Und das ist eben so, dass ganz viele Verschwörungstheorien darum ranken, dass John F. Kennedy angeblich deswegen umgebracht worden wäre, weil er gegen den Vietnamkrieg gewesen ist. Aber komischerweise betiteln dann die wenigsten dieser Autoren dann eben genau die römisch-katholische Kirche oder halt auch eben genau den Herrn Spellman. Und das wollen wir jetzt mal ändern. Wir wollen auch einfach mal ändern, dass man jetzt vielleicht in dieser lobhudeligen Weihnachtszeit oder Nachweihnachtszeit, wenn es dann rauskommt, eben dann plötzlich denkt, das ist alles immer Pump und Glanz und Gloria, das ist nur der Schein. Wir werden von Menschen regiert, die in Logen residieren. Und auch wenn das jetzt hier ein bisschen lustig ist mit der Muppet Show, mit Waldorf und Stettler, die Leute sind erhoben, ja, und die Leute, die beobachten das Geschehen von der Seitenlinie aus und die wissen ganz genau, was da läuft. Und die haben das Programm auch geschrieben, was sich dann die verblödete Masse sozusagen da geben muss. Und die lachen sich dann auch gleichzeitig aus dieser Loge oder aus diesen Logen über das normale, gemeine Volk kaputt, was man denen alles dann für Theorien erzählen kann von einer Kuh, die dann magisch oder alleine 7 Wunden verursacht oder von irgendwelchen kubanischen Diktatoren, von der Mafia und von 1000 anderen Ablenkungsgeschichten dann auch. Wir wollen das nicht, wir wollen uns mit der Wahrheit beschäftigen. Viele Menschen sind knapp davor oder sind auf der richtigen Spur, haben den richtigen Riecher, beispielsweise hier die Seite Pressreader Südafrika. Die schreibt jetzt hier beispielsweise, dass es eben ungehorsam wäre, was John F. Kennedy dann da ans Messer geliefert hat. Also hier, disobedient in seinen Sprachen und so weiter. 1961 hat er eben diese Geheimgesellschaften kritisiert und hat darüber dann auch eben Zeugnis abgelegt. Und das ist dann eben genau diese Rede, die wir auszugsweise auch dann im Intro des Videos dann auch da benutzt haben. Und hier steht also auch sehr schön drin, dass es eben dann die Kreuzritter, die Ritter von Malta sind, Sovereign Military Order of Malta, die eben dann beide Seiten auch des Kalten Krieges dann kontrollieren. Und dass der Vatikan eben über allem steht und dann eben dann auch
beide Seiten kontrolliert und Kennedy war eben dagegen, gegen diesen Krieg und hat sich dann also dann auch informell sozusagen mit Khrushchev und den Russen als solchen dann zusammengesetzt und über den Kopf der CIA hinweg und damit auch über den Kopf der Köpfe hinweg, also über den Kopf der Geheimgesellschaften und über den Kopf des Vatikans hinweg. Und das hat ihn letzten Endes dann das Leben gekostet. Das werden wir hier in dieser Sendung versuchen, anhand von Indizien zu belegen. Beweisen können wir das nicht, weil wir, wie gesagt, die ganzen Belege nicht haben und auch viele Dinge überhaupt nicht niedergeschrieben sind. Wir werden bald ein Buch kennenlernen, wo genau das ausgesagt wird. Also von daher, wie gesagt, ungehorsam ist es eigentlich gegenüber den wirklichen wahren Herrschern dieser Welt und nicht den politischen Muppet-Figuren. Ne? Das ist es eben. CIA-Direktor und FBI-Direktor, alle sind eben Knights of Malta und Hintergrund eben in diesen ganzen katholischen Ritterorden drin. Und das ist eben das, was der Herr Kennedy mit denen gemeinsam hat. Der Herr Kennedy war auch ein Ritter, aber von Columbus. Das heißt, es sind alles keine Volksvertreter. Selbst wenn Kennedy überlebt hätte oder hätte jetzt nochmal 4 Jahre regiert, eventuell hätten sich Dinge verzögert, aber die Agenda wäre fortgesetzt gewesen und fortgesetzt gelaufen und die wäre fortgelaufen. Ansonsten würde die Bibel ja nicht stimmen. Also von daher kannst du in dieser Welt eh nichts mehr retten, auch wenn das vielleicht ein bisschen blöde und salopp jetzt klingt. Aber die Kennedys haben es auch faustdick hinter den Ohren. Also beispielsweise der Vater seiner Mutter, Honey Fitz, der hat mal Wahlbetrug gemacht. Die Fitzgeralds waren ein mächtiger italienischer Clan, Italien, der Wilhelm dem Eroberer geholfen hatte, Herrscher über England zu werden. Honey Fitz, ihr Vater, war bekannt für Bestechung und Wahlbetrug und hatte eine nicht ganz so geheime berüchtigte Affäre mit einem Mädchen und so weiter. Ihr Vater wurde aus dem Repräsentantenhaus entfernt, nachdem der Wahlbetrug aufgedeckt worden war. Und das ist jetzt hier keine Theorie, sondern das ist letzten Endes auch die Theorie sozusagen selbst von der Wikipedia. Ja, die Wikipedia sagt jetzt hier, dass eben der Herr Fitzgerald eben dann seiner Wahl rausgefunden wurde, dass es eben dann da Betrug in 3 Distrikten und so weiter da gegeben hätte. Und John F. Kennedy, um jetzt wieder zu dem Präsidenten zu kommen, der hat tatsächlich, wenn die Webseite stimmt, nur wegen 118.000 Stimmen von 69 Millionen gewonnen. Also der hat wirklich nicht besonders deutlich gewonnen, sondern es war eine hauchdünne Geschichte. Hätte der Herr Kennedy die Unterstützung der Katholiken in den Vereinigten Staaten von Amerika 1960 nicht gehabt, wäre der niemals Präsident geworden. Also das ist unglaublich interessant, wenn man sich da die ganzen religiösen Hintergründe anguckt. Also man wird da seines Lebens nicht mehr froh. Plötzlich sieht man, dass alles, was an Informationen uns in der Schule, Universitäten und den Medien vorenthalten wird. Und dann machen auch gewisse Dinge Sinn. Ja? Meintest du jetzt Unterstützung der Katholiken oder der Protestanten? Weil du hast gesagt, der Katholiken. Der Katholiken. Oder? Der Katholiken. Weil er braucht ja die Unterstützung der Protestanten. Ja, aber deswegen ging er ja nach Texas. Ja, schon, aber das war ja dann auch für die Wiederwahl und deswegen hat er auch einen texanischen Vize dann nominiert. Das war ja eben der Hintergrund für den Lyndon B. Johnson, mehr oder weniger, meiner Meinung nach. Aber er musste auf jeden Fall dann die Unterstützung auch der Katholiken haben, in großem Stil, weil sein Wahlerfolg war nur so hauchdünn. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht viel Zeit dran vertun. Nein, das verstehe ich ja nur. Ich finde es unlogisch, wenn du sagst, er brauchte die Unterstützung der Katholiken. Die Katholiken waren ja nummernmäßig viel zu klein in Amerika. Es geht ja um die Protestanten. Deswegen ist er ja zu den Protestanten nach Texas gegangen, hat denen ja auch gesagt, ich bin nicht der katholische Präsidentschaftskandidat, sondern ich bin der demokratische Präsidentschaftskandidat, der nebenbei auch noch ein Katholik ist. Und hat die ja überzeugt. Und er hat ja viele protestantische Stimmen bekommen, also protestantisch zwischen Anführungszeichen. Ja, du kannst das meinetwegen, kannst du das dann verschiedenen Seiten aussehen. Der Punkt ist aber, er brauchte jede Stimme, um zu gewinnen. Und deswegen konnte er das sich nicht ganz mit den Katholiken dann da verderben. Und das war nämlich genau das Problem dabei. Das heißt, dieser ganze Eiertanz, den er da verführt hat, ist letzten Endes nur darum gewesen, dass man ihm seine Reden geschrieben hat und versucht hat, die Religion aus dem Wahlkampf mehr oder weniger rauszuhalten. Aber jeder wusste natürlich, dass der dann der erste gewählte katholische Präsident der Vereinigten Staaten werden würde. Das war ja 1960 noch ganz anders. Da gab es ja noch das Vaterunser in der Schule und so, ne? Ja, 1928 hat das ja nicht geklappt mit dem Al Smith.
Al Smith, ja. Genau. Ja. Ich dachte nur, dass du dich da versprochen hast. Nee. Das ist ja logischer, dass es Protestanten sind, die ihn eben unterstützen müssen als Katholik. Ja, ihn müssen Katholiken, alle unterstützen, aber er darf sich halt mit den Katholiken nicht komplett brechen. Das ist eben genau das Problem, was ich da sehe. Dass also sein Wahlkampf so ein Eiertanz gewesen ist, dass er auf der einen Seite dann gesagt hat, ich bin unabhängig, und auf der anderen Seite gesagt hat, naja gut, aber bin ja auf jede Stimme angewiesen, weil ja schon von vornherein klar war, dass der Gegner von ihm, der Nixon, der war ja zu der Zeitpunkt schon Vizepräsident gewesen. Also das war ja eine ganz, ganz, ganz schwierige Nummer für den Herrn Kennedy. Also meiner Meinung nach brauchte er die Unterstützung. Und er hat die Unterstützung ja auch in Form der Mafia bekommen. Und die ist ja nun mal halt einfach aus Italien gekommen. Also er hat ja schon einen Wahlkampf gehabt. Und hinter den Kulissen, wenn man sich da einige Dokumente durchguckt, dann sieht man da schon, dass die katholische Kirche ihn da unterstützt hat. Erstaunlicherweise. Sicher, das will ich ja gar nicht abstreiten. Er war ja auch der katholische Kandidat. Das hat er ja bestritten, aber er war natürlich der katholische Kandidat. Wenn Rom nicht gewollt hätte, wäre der nicht Präsident geworden. Kommt auch bald. Also wie gesagt, ich stimme da vollkommen zu. Natürlich brauchte er jetzt in den protestantischen oder in gewissen Staaten auch die protestantische Mehrheit dafür. Aber er konnte sich halt mit keinem verscherzen, weil überleg mal, wie jung der Mann gewesen ist und war halt in Anführungsstrichen nur Senator. Und da muss er natürlich dann jede Unterstützung haben. Und da ja sein Vater auch ranghoher Militärritter jetzt hier von Malta gewesen ist und verschiedenste seiner ganzen Kumpanen dann da halt auch. Und ohne dieses Amt wirst du halt nicht amerikanischer Präsident. Aber wie gesagt, lass uns mal weitergehen. Wir werden die ganze Sache bald aufdröseln. Ich wollte ja auch gar nicht stören. Ich dachte nur, dass du dich vielleicht versprochen hattest und habe deswegen das Thema angesprochen. Nee. Okay, sehr gut dann. Ich bin schon still. Nein, alles gut. Ich meine nur deswegen, dass er alle Stimmen brauchte, weil seine Wahl eh schon so knapp gewesen ist und weil es halt von Anfang an als auch schwierig gewesen ist, ihn da aufgrund des Alters und des Katholizismus als amerikanischen Präsidentschaftskandidaten da durchzuboxen. Und meiner Meinung nach hat es auch eben damit zu tun, wobei ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehne, wenn man sieht, wie die Reaktion seiner Mutter auf seine Ermordung ist. Ja, sie hat eben dann also dann so alles aufgeräumt in der Wohnung und so weiter und hat eben dann angeblich den Rosenkranz gebetet. Ne? Ja, und was ist da jetzt so außergewöhnlich dran? Ja, was würdest du normalerweise machen, wenn dein Sohn ermordet wird? Du würdest doch weinen und so weiter, oder? Ich meine, würdest du doch normalerweise menschliche Reaktionen zeigen. Und überleg mal, wenn für die Frau Kennedy selber, die eine päpstliche Gräfin gewesen, diesen ganz speziellen Titel gehabt hat, überleg mal, wenn man ihr dann klar macht, dass das ein Gottesurteil beispielsweise gewesen ist und dass ihr Sohn sich versündigt hat, und eben nicht auf den Papst gehört hat, wenn man vielleicht ihr das so klar gemacht hat oder jemand anderem klar gemacht hat, dann sieht die ganze Geschichte doch woanders aus. Dann ist es dann im Sinne ihres Glaubens unter Umständen sogar ein Gottesurteil. Ja, ich weiß, das wird viele jetzt vor den Kopf stoßen und sagen, was erzählt er denn jetzt für einen Blödsinn? Den kann er auch gar nicht belegen. Ja, also für einen Katholiken ist der Papst der Stellvertreter Christi. Oder hat doch, der Papst... Niemand bezweifelt das, was du sagst, weil es steht ja schon geschrieben, Jesus Christus hat gesagt... Sie werden euch aus der Synagoge werfen und sie werden euch verfolgen um meines Namens willen. Sie werden euch ermorden und denken, dass sie Gottes Werk tun. Und das ist genau das, was du hier im Grunde beschreibst. Für seine Mutter ist der Papst ja quasi Gott. Sie ist ja auch eine Dienerin des Papstes mit ihrem Titel. Und wenn man dann sich in die Geschichten weiterspinnt, dann ist es doch eigentlich ganz logisch, dann... Ja, ihr Sohn hat dem Papst nicht gehorcht, ne, egal wie man ihr das auch dann beigebracht hat. Und das war eben ein Gottesurteil. Und dann für die Frau ist eben der Papst die absolut größte, höchste Autorität. Die waren ja bei der Krönung sogar dabei gewesen von Pacelli 1939. Ja. Und wenn man das aus dieser Perspektive mal sieht, ja, dann habe ich noch ein Argument dazu. Und zwar aus diesem Buch, A Woman Named Jackie, ja. Wo Jackie Kennedy selber gegenüber dem Kolumnisten Arthur Kroc gesagt hat, er ist so ein armseliger Katholik. Also kam ja auch von seiner Frau aus heraus eine Abneigung gegen seine moderate Haltung gegenüber dem Papsttum da zur Sprache. Und wenn das seine Frau schon so sagt, wie soll denn dann die Meinung seiner Mutter sein? Die ja erzkatholisch ist, weil die ja sogar noch eine hohe Würdenträgerin des Vatikans ist. Na?
Und da hat es bei mir geklingelt. Da habe ich gesagt, Moment mal, wir müssen doch eigentlich, wenn wir uns die Geschichte mit Vatikan und mit Vietnam und alles angucken, da müssen wir da mal in die Verbindung legen zu den Menschen, die um den Herrn Kennedy herum gewesen sind. Und dann kommen wir da vielleicht auf ganz andere Schlüsse. Ja, gehen wir mal los. Er hat ja gesagt in seiner Rede in Texas, ne, hier nicht nur protestantisch, sondern auch Südstaaten und halt das Land, wo eigentlich sein Vizepräsident Lyndon B. Johnson da zu dem Zeitpunkt dann Gouverneur gewesen ist. Er hat gesagt, ich bin nicht der katholische Kandidat für den Präsidenten. Tja, dummerweise sagt jetzt genau der Papst, nach seiner Ermordung, er war der erste katholische Präsident der Vereinigten Staaten. Also hat ja auch der Vatikan den Herrn Kennedy wohl doch als katholischen Kandidaten für die Präsidentschaft gesehen. Ja, der Papst weist da ausdrücklich darauf hin. Katholischer Präsident. Nicht einfach nur Präsident, nein, katholischer Präsident. Ne? Da ist der Unterschied. Ja, heutzutage, wenn du eine Rede hörst von irgendjemandem, der wird ja bekommen und ja sagen, ja, der Herr Scholz und so weiter oder der Herr sowieso. Nein, da wird da nicht, wird die Religiosität nicht herausgestellt. Aber bei der Ermordung wurde die Religiosität herausgestellt. Ne? Fand ich schon mal sehr interessant. Geht aber noch weiter. Leider hat er ja seinen Lieblingspapst Johannes den 23. nicht mehr gesehen, weil dieser Papst ja dann relativ frühzeitig verstorben ist. Da gibt es ja dann auch Gerüchte herum. Aber das ist gar nicht unser Thema. Unser Thema ist, die Menschen unterschätzen einfach die römisch-katholische Kirche. Das sieht doch alles so toll aus, Stefanie, Jörg, oder? Jetzt gerade um Weihnachten heraus alles toll geschmückt und Gold und Becher und Perlen und... Ist doch genau, wie es in Offenbarung beschrieben steht. Genau. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben. Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Ja. Und deswegen, also diese Kirche ist bekannt für ihre Rigorosität. Ja, da geht es ja dann darum, dass diese Kirche ja gar nicht die Kirche Jesu Christi ist. Weihnachten gibt es nicht in der Bibel. Ja, die Geburt Jesu Christi fand auch nicht am 24.12. statt oder sowas. Aber der Punkt ist letzten Endes, dass die halt eine ganze Menge religiöse Kriege ja auch in der Vergangenheit gemacht haben. Wenn man beispielsweise jetzt mal so den Zweiten Weltkrieg bedenkt, jetzt mal mit Jugoslawien, damals die ganzen Vernichtungslager, wo es ja Sendungen drüber gibt, oder halt auch ganz simpel gesprochen die Verfolgung Andersgläubiger, Ketzer, Heretiker, die sogenannte Inquisition. Ja, und das hat ja eine Tradition, in Anführungsstrichen, dass man eben Andersgläubige verfolgt. Ne? Das haben wir jetzt in milder Form im Augenblick auch schon wieder draußen. Dass man halt gewisse Anschauungen haben darf und gewisse wohl nicht. Und diese Null-Toleranz-Strategie dieser Kirche, wenn man so will, nach außen hin verbrüdert mit allem, aber eigentlich im Inneren halt nur ihrer Agenda folgend, die sorgt dafür, dass es also eine ganze Menge Kriege gibt und die fast ausschließliche Zahl der Kriege ist eben religiöser Hintergrund. Hat einen religiösen Hintergrund. Ja, und Offenbarung 17,4 war das gerade mit Purpur und Scharlach, die traditionellen Farben halt der Würdenträger im Vatikan. Und auch Prunk und Geld und Macht, Gold, Edelsteine und so weiter und so fort. Aber man darf nicht vergessen eben den Vers 2, der eigentlich dem vorläuft, den ich aber jetzt aus dem Grunde, weil jetzt nämlich gleich ein Bild kommt, dann jetzt unten drunter nochmal eingeklebt habe. Und zwar genau hier. Den zitiere ich ja sehr, sehr oft auch in meinen Videos. Ne? Offenbarung 17,2 und Offenbarung 18,3, die vom Inhalt her dieselben sind. Ne? Mhm. Ja, und wenn man halt einfach sieht, dass also die Könige der Welt oder die Anführer der Staaten, wenn man so will, hier sieht man also noch so eine Angela Merkel mit ihrer typischen Handhaltung, die überhaupt irgendwie auch keiner auf dem Schirm hat, ne? Ich meine, das ist ganz eindeutig, was sie da macht. Und das ist, ja, das ist auch eine Geste von jüdischen Priestern. Aber die geht noch viel weiter zurück. Was sie nämlich dann zeigt, ist eben nicht die Merkel-Raute, sondern eigentlich ein Zeichen Satans. Jeder hat da so seine Interpretation und das ist auch gar nicht jetzt Thema. Aber wie gesagt, hier hat man also eine ganze Menge Anführer sozusagen, die angeblich dann demokratisch gewählt worden sind. Ja, und die gruppieren sich alle um den Papst und die haben eben vom zweiten Gebot, du sollst ja kein Bildnis machen, was oben im Himmel ist und so weiter, auch nichts gehört, weil die das eben aus ihrem Katechismus rausgestrichen haben. Das heißt, es hat alles mit der Bibel nichts zu tun, sondern das ist alles hier Falschlehre. Das sieht man alleine schon hier an dem Bild. Da braucht man noch nicht mal zu wissen, wo das ist oder wie auch immer. Das sieht man alleine schon hier mit dem Bildnis machen. Ja, das ist ganz simpel. Simpel, wenn man die 10 Gebote kennt. Ja.
Das zweite Gebot ist ja rausgestrichen worden bei den Katholiken. Ich mache das deswegen in etwas größerer Ausführlichkeit, weil ich nicht damit rechnen kann, dass eine Kennedy-Lesung Menschen sehen, die sich großartig für die Bibel interessieren. Aber das ist ja gerade der Sinn und der Zweck dieser Lesung auch. Ne? Ja, geht weiter. Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Und die Könige der Erde haben alle ihren Stippvisite und ihren Antrittsbesuch eben immer genau beim Vatikan. Hier ist die sogenannte, wenn man so will, Anführerin der Europäischen Union. Wie man auch sieht, dass man als beruflicher Quereinsteiger alles erreichen kann. In Deutschland brauchst du für alles eine Qualifikation, nur als Politiker. Da kann es eben branchenfremd komplett eingesetzt werden. Sehr interessant. Und hier rechts sehen wir eben den Herrn Trump. Ich habe jetzt extra hier nicht den amtierenden Präsidenten genommen, weil ich finde, er macht einfach mehr her. Naja, gut. Also auf jeden Fall machen die also eine ganze Menge Geschäfte mit dem Vatikan. Ja, und die Könige der Erde oder die Präsidenten der Vereinigten Staaten beispielsweise sieht man auch hier versammelt bei dem Begräbnis des ehemaligen polnischen Papstes Johannes Paul II. Und das ist halt nichts anderes als eine Totenverehrung. Das ist eine Messe, ne? Totenmesse. Ne? Hier sitzt ja George W. Bush, ne? Hier sitzt ja Bill Clinton, ne? Alles Jesuiten und alles halt eben Menschen, die dieser Religion frönen. Ansonsten würden sie ja nicht dahin fahren, ne? Ja, und was hat Jesus gesagt damals? Als jemand gesagt hat, Moment, bevor ich dir nachfolge, ja, da muss ich aber erstmal meinen Vater begraben. Was hat Jesus damals gesagt in Matthäus 8, 21? Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Ja, wo dann immer die Menschen fragen, wieso Toten können ja keine Toten begraben, aber er meint natürlich diejenigen, die eben spirituell dann eben ja, auf der anderen Seite sind, ne, sozusagen. Ja, geht weiter. In der Offenbarung wird für die letzte Zeit dieser Erde angegeben, dass es da eine rigorose Herrschaft gäbe, die eben dann totalitär ist. Also One World Order oder wie auch immer, wie man das nennen will und so weiter. Und das geht darum, dass eben diejenigen Menschen, die dann nicht mit einverstanden sind, eben dann eliminiert werden. Und das steht in Offenbarung 15 drin. Dass alle getötet werden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Ja, und was haben wir jetzt davon? Das ist ganz simpel, weil jetzt kommt diese berühmte, berüchtigte Zahl 666, die Zahl des Tieres. Und es geht hier um nichts anderes als Anbetung. Ja? Die das Bild des Tieres nicht anbeten. Im Englischen ist das noch ein bisschen besser, da ist es eben the image of the beast. Und wir sollen ja keine Images und Idols und wir sollen ja keine Bilder und so weiter anbeten. Und wir sollen auch nicht den Fernseher anbeten und die Bilder und so weiter und so fort und keine Idole haben und so weiter und so fort. Es geht aber hier um die Anbetung eines heidnischen Systems oder eines heidnischen Gottes. Ob der dann nachher in Richtung künstliche Intelligenz dann sogar dann präsentiert wird oder so, das kann ich jetzt im Augenblick nicht sagen. Aber es ist letzten Endes so, dass es darum geht, möglichst viele Menschen eben von Gott wegzuziehen in dieser Welt und möglichst eben die Wahrheit zu bekämpfen. Die Wahrheit steht in der Bibel drin. Und deswegen hat die Offenbarung dann gesagt, man solle eben dann die Kennziffer, wenn man so will, des Tieres dann berechnen. Das ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Und das trifft nicht nur auf den Stellvertreter des Sohnes Gottes zu, der nicht in der Bibel benannt ist. In der Bibel steht nicht benannt, dass Jesus jemanden der diesen Posten einnimmt. Im Gegenteil, die Bibel warnt davon, dass viele falsche Christusse auftreten werden. Vielleicht klebe ich das noch hier ein. So, und diese Zahl 666 lässt sich auch eben genau mit diesem Symbol dann darstellen, mit einem runden Kreis aus Daumen und Zeigefinger und den drei abgespreizten Fingern hat man dann drei Sechsen. So, und das ist jetzt eben die Einleitung für alles das, was da jetzt kommt. Hyperlink kopieren. So, zack. Schwupp, einfügen und go. So, Bildersuche. Ihr seht also eine ganze Menge ablehnen. Das müsste Berlusconi hier sein, Italien. Ja, ganze Menge Politiker benutzen das. Ob das jetzt hier Kevin Spacey ist, Schauspieler. Alle Politiker sind eh Schauspieler. Berlusconi und ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Menschen auch noch hier habt ihr den Trump. Ja.
Ihr habt ja den Trump mit der Merkel-Raute, wenn er dann noch dran glaubt, ja, das sind alles okkulte Zeichen, die halt eben eine Verehrung von Satan sind. Ob das jetzt Beyoncé ist oder eine andere Sängerin, ist alles völlig egal. Hillary Clinton und Jay-Z und wie sie alle heißen, diese ganzen falschen Idole. Ja, das ist alles eben genau das 666-Zeichen und zeigt eben davon, dass es dann ausdrückt, eben genau den heidnischen Gott, sozusagen den Mammon und so weiter, dann zu verehren. Ne? Ob der Mann jetzt Michael Douglas heißt oder irgendjemand oder der Papst selber ist oder wer auch immer, spielt das gar keine Rolle. Aber das ist halt ein Zeichen, das heutzutage komplett fehlgedeutet wird als, hey, das ist Entspannung, Yoga wird es gebraucht und so weiter. Hat aber den Ursprung tatsächlich 666, wie man sieht. Ne? Gar nicht, ganz simpel. Das hat man auch bei vielen anderen Sachen. So, um eine lange Geschichte kurz zu machen, taucht genau dieses Zeichen für die Zahl des Tieres ja auch in dem JFK-Film von Oliver Stone auf. Genau hier. Und wird dann genau umgeschwenkt. Also wer, der Fragesteller jetzt hier, der fragt jetzt hier den Kevin Costner, wer profitiert davon, und zeigt dann genau das 666-Zeichen. So, wir haben eben erfahren, dass 666 eben die Bezeichnung des Stellvertreter des Sohnes Gottes ist. So, und jetzt braucht er nur letzten Endes jetzt hier die Frage zu beantworten, wer profitiert davon? Der Stellvertreter des Sohnes Gottes. Und damit ist die Frage auch direkt schon beantwortet, weil er die Antwort auf die Frage direkt mit seinem Handsymbol gibt. Das ist ganz einfache Symbolik. Und daraufhin schwenkt dann die Kamera auch noch auf den Obelisken, der als Washington Monument verklärt, nicht erklärt, sondern verklärt wird. Dieses Washington Monument Symbol ist aber jetzt nicht einzigartig für die Vereinigten Staaten, sondern findet sich genau am Petersdom im Vatikan vor eben genau der Residenz des Papstes wieder. Ne? Und das habe ich hier mal von beiden Seiten aus beleuchtet, dass ihr da direkt seht, aha, guck mal hier, der steht wirklich komplett davor. So, und damit hat der Film eigentlich die Antwort schon gegeben auf die Frage, die alle interessiert, wer profitiert denn von dem Mord an Kennedy? Ach, und wer steckt dahinter? Und damit siehst du schon, dass es eigentlich Rom ist. Nicht erst nur wegen dem Obelisken, sondern auch wegen der 666-Symbolik und wegen anderen Geschichten mehr. Und zu den anderen Geschichten mehr, da kommen wir jetzt zu. Das ist das Fernsehinterview oder die Fernsehansprache des damaligen regierenden Papstes, Papst Paul dem VI. Über den Anschlag an Kennedy, und er hat die folgenden Worte benannt. We pray to God that the sacrifice of John Kennedy, zu Deutsch, jetzt kommt Deutsch, wir beten zu Gott, dass das Opfer von John Kennedy zugunsten der von ihm geförderten Sache gebracht wird. Also ein Opfer, also der Mann hat sich geopfert. Also sagt man so, ne? Aber eigentlich ist er ja kein, ist ja das Opfer nicht von ihm gebracht worden, sondern er ist ja umgebracht worden. Also scheint der Papst da mehr zu wissen. Gucken wir mal, ob wir dann auch mehr wissen. Wenn ich mir jetzt die römisch-katholische Kirche angucke, dann stelle ich fest, die haben eine ganz besondere Messe, die sogenannte Eucharistie. Ja, oder die Heilige Kommunion, Holy Mass und wie sie alles das benennen und so weiter. Und die hat damit zu tun, dass man dann Wein trinkt und das Brot bricht und das Brot zumindest dann den sogenannten Gläubigen dann überreicht in Form einer Oblate, die dann unten drunter so rund aussieht. Aber was hat denn jetzt bitteschön Jesus ordiniert damals in Matthäus 26? Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach: Nehmt es, esst, das ist mein Leib. Ja, interessanterweise bricht der Papst das Brot nicht, sondern der Papst hat aufgrund einer Vervielfältigungsmethode runde Oblaten da. Um aber die Oblate rund zu bekommen, brauche ich irgendein Messinstrument oder jetzt mal ganz simpel gesprochen einen Zirkel, wobei man dann schon wieder bei der Freimaurerei wäre, worauf ich jetzt nicht rumreiten möchte, aber was letzten Endes nichts anderes ist als ein Sonnensymbol, weil das ist halt einfach ein rundes Symbol, was er dann so hinhält. Und das ist dann auch unter anderem das Symbol der Jesuiten. Also ein Brotbrechen, ja, da kommt keine runde Form bei raus. Alleine schon simpelste Symbolik widerspricht also schon allem das, was die katholische Kirche da predigt. Denn wer waren denn die wenigen Menschen, die Jesus Christus umgebracht haben? Ja? Wer hatte denn vor, die Wahrheit zu bekämpfen, Jesus Christus als Sohn Gottes? Es waren ja nicht irgendwelche hergelaufenen Diebe oder ein Räuber oder irgendjemand, der, weiß ich jetzt gar nicht, einen schlechten Tag hatte oder sowas, sondern er steht ja jetzt hier drin in der Bibel. Da versammelten sich die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes im Hof des Hohenpriesters, der Kaiphas hieß. Und sie hielten miteinander Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Also da halten wir doch fest, Jörg, ist doch eigentlich dann die sogenannte Elite.
Ja, es ist genau dasselbe wie im Psalm 2, nicht? Dass die Regierenden da sich verschwören gegen Gott, ne? Gegen Gott und seinen Gesalbten, ne? Genau. Und seinen Gesalbten in diesem Fall, Genau. ja. Genau, also es ist immer dasselbe Spiel, 2000 Jahre vorher wie auch jetzt. Also gewisse Dinge ändern sich nicht. Und interessanterweise beruft sich ja die katholische Kirche auf den Petrus. Und Petrus ist nicht nur als Wortführer der Apostel irgendwo bekannt, sondern auch dann dafür, dass er eben Jesus Christus dreimal verleugnet hat. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ja. Und da habt ihr Und jetzt jetzt noch die. mal, ich möchte noch mal eben Entschuldigung. etwas anfügen an das Abendmahl, was du da vorhin rausgezogen hast und was ich ja vorgelesen hatte. Ich würde da immer eine andere Stelle vorziehen. Weil in einer anderen Stelle im Evangelium heißt es, dies tut in Erinnerung an mich. Und das ist im Grunde ganz wichtig, um den Unterschied darzulegen mit der römisch-katholischen Kirche, die das macht, um ein Opfer zu bringen. Und Jesus Christus ist ja das einzige Opfer, das der Vater jemals erkannt hat. Alle Opferungen haben aufgehört. Die 70. Jahrwoche von Daniel, Kapitel 9, wurde komplett durch Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz erfüllt. Und die römisch-katholische Kirche macht eben immer wieder ein Opfer, das hast du ja auch richtig gesagt, mit eben der Eucharistie. Nur in einer anderen Stelle im Evangelium sagt Christus ganz deutlich: Dies tut als Erinnerung an mich. Und das ist eben der große Unterschied, weshalb wir wahre Christen das Abendmahl halten, in Erinnerung an Jesus Christus. Und nicht wie die römisch-katholische Kirche das eben machen zur Opferung. Ne? Hier ist es, gibt es den, gab es den Jüngern und sage, esst, dies ist mein Fleisch. War ein Stück weiter oben, war das eben. Ne? Und oder dies ist mein Leib. So. Und hier steht eben, in diesem Evangelium steht es hier nicht mit bei, dass das eben zur Erinnerung zu machen ist. Ich glaube, das hier ist Matthäus und ich glaube, das andere steht in Lukas. Ja, das kann Bin gut jetzt aber nicht sein, sicher. Aber es steht drin. Und ich hätte persönlich von daher lieber die Stelle genommen, aber kannst du ja vielleicht jetzt, während ich hier das rede, in der Nachbearbeitung in der Nachbearbeitung des Videos einfügen, weil da ist eben der ganz große Unterschied zwischen wahrem Christentum und diesem satanischen römischen Christentum dabei. Ne? Das wollte ich noch mal kurz eben bemerken. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber das musste ich ja zu diesem Thema noch eben bekannt. So, hier sieht man eben genau diese Monstranz, dieses Sonnensymbol mit den Sonnenstrahlen. Die sieht man sogar jetzt hier, dass sie gerade und gebogene sind, also das Symbol der Jesuiten zum Beispiel. Ja. Und das wird eben dann so als Sonnentag verehrt, ne? Sunday, der Tag der Sonne. Und eben nicht der Sabbat, der siebente Tag, der ist heutzutage der Tag des Saturn, also Saturday, ne? Samstag. Ja, und deswegen, das ist alles ein Sonnensymbol der Jesuiten, ne? Das ist nichts anderes hier. Gut, also da sind wir bei unserer 666-Symbolik schon dann auf der sicheren Seite und wissen, der Regisseur wusste ganz genau, wer dahinter steckt, aber der hat das eben nur dann so symbolisch verraten und wollte dann also sich den Spaß nicht nehmen lassen, das die Massen im Unklaren zu halten. Die offizielle Nummer übrigens der Stadt von Rom ist 666. Ruf Rom an, 060606, die Stadt, die dir zuhört. Das ist tatsächlich so, das habe ich nachgeguckt, das stimmt. Also, es gibt ja so viele Zufälle in diesen Lesungen, das ist unfassbar, ne? Genau wie es ja bei dem Barcode ja jeder weiß, dass es eben dann diese zwei langen Striche jetzt hier eine 6 darstellt und demzufolge dann auch dieses 666-Symbol im Barcode kann ja keiner kaufen oder verkaufen, was nicht dann halt markiert ist sozusagen. Wobei der Barcode jetzt nicht das Zeichen des Tieres ist, weil das ja eben hier keine Anbetung ist, ne? Aber es geht auf jeden Fall in diese Richtung, dass ja alles Materielle dem Satan übergeben ist. Genauso gut wie auch jetzt hier ein bekannter Multimilliardär ein Patent sich hat ausloben lassen, und zwar jetzt auf eine Cryptocurrency, Body Activity Data, also eine über Körperfunktionen nachher dann abheben zu können und überwachbar zu sein und so weiter und so fort. Das heißt natürlich dann auch die Publikationsnummer 060606, ne? Klar. Also nochmal. Die katholische Kirche ist alles andere als ein Unschuldslamm, nämlich eigentlich der Wolf im Schafspelz, ja, wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen hat der Herr Kennedy einfach das vorgelesen, um damals vielleicht in Texas zu punkten, um auf jeden Fall den Menschen dann noch so ein bisschen so den Horror zu nehmen, nach dem Motto, wenn ich den Kennedy wähle, wähle ich eigentlich nicht den Kennedy, sondern ich wähle den Papst. Und das wollten die Leute zumindest damals 1960 nicht.
Und er hat das den Wind aus dem Wege genommen, wobei das Problem ist, dass die Rede, die er dann vorgelesen hat, vermutlich sogar von einem Jesuiten geschrieben worden ist. Also von daher war er zu diesem Zeitpunkt zumindest noch einfach nur eine Puppe an einem Faden. Und ich glaube, in dem Moment, wo er den Faden hat versucht durchzuschneiden, da haben die ihn komplett fallen gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Tja, deswegen müssen wir gucken, ob das stimmt, diese Anschuldigungen an eben den Francis Cardinal Spellman, der jetzt eben angeblich dahinter steckt, sagen ja auch viele andere, ja, hinter dem Attentat an dem Herrn Kennedy, sagt Eric John Phelps und sagen auch andere. Also, Frage, kann man das beweisen? Kann man das irgendwie belegen? Kann man sich da ein Bild von machen? Und ich sage, ja, kann man. Muss man aber wühlen. Dann fangen wir mal an. Denn schließlich steht der Herr Spellman zwischen dem Herrn Kennedy und zwischen dem Herrn Nixon. Und der Spellman hat damals zumindest offiziell den Herrn Nixon bevorteilt in der Wahl. Naja, gucken wir uns mal an, wie das alles dann läuft. Also, ihr werdet euch wahrscheinlich noch wundern, was gleich alles kommt. Ich bin ja nicht der Einzige, der auf die Jesuiten kommt, abgesehen davon, dass man das eigentlich schon biblisch schon schlussfolgern müsste, sondern es gibt beispielsweise auch den Herbert Hordrich, der ja dann damals diesen Brief geschrieben hat, den ich ja schon mal vorgelesen habe, zu viele Katholiken, ja, über die Nominierung von dem Herrn Kennedy überhaupt und überhaupt über die ganze Mobilmachung der Katholiken in den Vereinigten Staaten. Und er wird immer beschuldigt, so Propaganda gemacht zu haben gegen Katholiken. Aber er hat eben dann später auch einen Brief geschrieben, den wir jetzt hier in der Verschwörungsreihe 10 dann behandelt haben, spielt Religion in der Politik eine Rolle. In diesem Brief von 1963, 5 Tage danach, den ich schon mal zitiert habe, hat er das eben gesagt. Er hat gesagt, die Komplizenschaft von Lyndon Johnson und auch die Morde von den Streitkräften des Vatikans und den Jesuiten geplant wurden. Mhm. So, also ich bin ja nicht der Einzige, der darauf kommt. Er sagt beispielsweise damals, er akzeptiert ohne Protest die aufrührerischen Befehle des Papstes, dass alle römischen Katholiken für Kennedy stimmen sollten. Und daher kam ich darauf über die Stimmen mit den Katholiken, war auch aus diesem Schreiben heraus von dem Herrn Hordrich. Muss das jetzt natürlich glauben. Ja, und wer hatte am meisten zu gewinnen? Cui bono? Das werden wir auch bald wissen. Ich wäre nicht ich, wenn ich mal Leute nicht fragen würde, die sich da noch besser auskennen als ich und auch länger mit recherchieren. Einer, den ich ganz oft dazu gefragt habe, ist mein Freund und wirklich Nachforscher Daryl Eberhardt. Und Daryl Eberhardt hat mal zusammen mit mir eine Sendung aufgenommen, mit mir und Brett in Englisch, das heißt Two Assassinations Tell One Tale. Also zwei Anschläge erzählen eine Geschichte. Die Singularität der Ereignisse zwischen Abraham Lincoln und John F. Kennedy. Und dieses Video können wir nur auf BitChute veröffentlichen. Aus verschiedensten Gründen geht das bei YouTube nicht. Ich habe es auch mal versucht und da kriegst du dann direkt, wird direkt alles gelöscht. Geht also nicht. Und er hat also da auch verschiedene Bücher benannt, wo eben genau diese Sachen behandelt sind, dass eben das Attentat auf den Herrn Lincoln von Rom ausgeführt worden ist und von Rom aus geplant wurde und von Rom natürlich dann auch gut geheißen wurde. Ne, das ist eben hier. Und deswegen hat er damals eine Sendung gemacht, das heißt eben einige sehr interessante Zitate. Und er hat gesagt, also es gibt unglaublich viele Beweise des Einflusses der Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten. Ja, beispielsweise vom ehemaligen Präsidenten John Adams. Der hat nämlich dann hier gesagt, also diese ganzen, ich mag überhaupt die Erscheinung der Jesuiten überhaupt nicht. Das ist eben die Abgesandtschaft der Hölle, diese Sozietät von Loyolas. Gibt aber noch viel mehr darüber zu sagen. Diese 250 Seiten, da können wir 7 Sendungen drüber machen. Chiniqui. Nee. So. Thomas M. Harris, ein Brigadegeneral und so weiter, hat ein Buch geschrieben, das heißt, die Verantwortung von Rom für den Anschlag auf Abraham Lincoln. Und er hat gesagt, also die Jesuiten hatten das von vornherein vorgehabt, seit Beginn des Krieges, also der amerikanische Zivilkrieg oder Bürgerkrieg zwischen den Nord- und den Südstaaten. Ja? Und der Herr Präsident ist dann eben natürlich verwundet worden, nicht nur durch einen Attentäter, sondern durch einen Ritter des Goldenen Circles, Knight of the Golden Circle. Das steht in diesem Buch vom Brigadegeneral Thomas M. Harris. Und der Daryl sagt jetzt hier auf Seite 16, ja, hat er Folgendes gesagt. Es war der Papst von Rom und er alleine von allen europäischen Herrschern, der eben dann seinen Segen gegeben hat zu den Konföderierten oder zu der Regierung der Konföderierten, also zu den Gegnern von Lincoln, gegen Lincoln.
in einem Brief vom 3. Dezember 1863. Der nächste, der da was zu sagen hat, ist Dave Hunt in seinem Buch A Woman Rides the Beast, was natürlich genau jetzt hier auf das Buch der Offenbarung jetzt hier zurückgreift, von der Thematik jetzt her. Und er hat gesagt, der Papst hat tausende von Geheimagenten weltweit. Das inkludiert die Jesuiten, die Ritter von Kolumbus, die Ritter von Malta, Opus Dei, also das Werk Gottes, und andere. Der Vatikanische Geheimdienst und seine ganzen Ressourcen sind unübertroffen. Das steht in diesem Buch. Also es ist ja nicht unsere Meinung, sondern es ist die Recherche von vielen anderen Menschen. Und auf Seite 87 sagt jetzt hier der Herausgeber sogar, es beinhaltet auch den örtlichen Pfarrer aus seinem Beichtstuhl. Ne? Also dann haben wir hier den J. Wayne Lawrence, der hat das Buch geschrieben, Die Krise oder Die Feinde von Amerika unmaskiert. Und er geht also dann auch dahin und sagt, das ist die römisch-katholische Priesterschaft und die jesuitische Bruderschaft und so weiter, die eben dann Religion gebrauchen als eine Maske für politische Zwecke, missbrauchen. Ja, das ist sehr interessant. Und aus diesem Buch... Ja, man braucht doch nur das Buch von Griesinger lesen, das wir gelesen haben, das, um das zu verstehen, was du hier normales rausholst. Ne? Ja, ja, aber gut, das Griesinger kommt noch viel später. Ach so. Ja. Ja, ich meine, das fasst das ja alles zusammen. Ne? Wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man im Grunde alles über die Jesuiten. Ne? Und die Aufgabe, die ihr Orden sich gesetzt hat von Anfang an. Ne? In diesem Buch jetzt hier von J. Wayne Lawrence steht etwas Interessantes. Und zwar auf Seite 13 habe ich das gefunden. Da gibt es hier jesuitischer Einfluss, da gibt es hier eine Quotation, also ein Zitat. Nun, sagte der Jesuit, hör mir mal ein paar Minuten zu oder ein paar Momente zu und ich will dir was sagen, was ich weiß. Euer Präsident, und nochmal, dieses Buch ist von 1855, ja, pass auf. In diesem Buch, was 1855 gedruckt ist, ich weiß nicht, ob es der Originaldruck ist, da steht auf jeden Fall drin, jetzt pass mal auf, sagt der Jesuit, hör mir mal ein paar Momente zu und ich sag dir mal, was ich weiß. Euer Präsident oder dein Präsident ist gewählt durch die Konklave von Kardinälen in Rom. Dieselbigen, die auch den Papst wählen. Unsere Menschen, die nominieren die Kandidaten. Und so weiter und so fort. Da steht alles hier drin. Das fand ich sehr interessant in diesem Buch auf Seite 13, wo ich da mal so durchgeblättert habe. Also von daher... Zufälligerweise Seite 13, ne? Ja, aber jetzt stell dir einfach mal vor, die Präsidentschaft von Kennedy, wenn der Papst das da oder das Papsttum nicht gewollt hätte, wäre der Kennedy nicht aufgestellt worden. Ne? Und ich denke, der Kennedy ist aus dem Grunde aufgestellt worden, weil sein Vater so eine hohe Persönlichkeit war, also hier Militärritter von Malta und seine Mutter ja auch eine päpstliche Gräfin gewesen ist. Und da haben die gesagt, okay, die werden den schon irgendwie so zur Raison bringen, die Familie, ne? So stelle ich mir das vor, jetzt in dem ganzen Kontext der Familie auch von Kennedy. Ne? Und das ist ja, wenn du das mal anguckst, überleg mal hier, was das heißt. Ne? Eure Präsidenten sind gewählt durch die Konklave von Kardinälen in Rom, dieselben, die auch den Papst wählen. Ja, jetzt guckt ihr mal an, was der Herr Trump denn da erzählt. Ne? Wir lieben die katholischen Menschen, wir lieben die katholische Religion. Ja? I will protect the Catholic Church. Ich werde die katholische Kirche beschützen. Also die Kirche, die beispielsweise dann auch bei den sogenannten Christianisierung des Abendlandes oder wie auch immer, oder Christianisierung von Amerika, dann auch eine riesen Anzahl von amerikanischen Ureinwohnern abgeschlachtet hat lassen durch die Spanier und Portugiesen, die wird er dann beschützen. Ja, nochmal. Die Amerikaner von heute wissen doch gar nicht mehr, auf was ihre Vergangenheit zurückgeht. Ja. Die wissen doch gar nicht mehr, was die einleitenden Kapitel im Buch von Herrscher des Bösen ja deutlich sagen, wo eben der Botanikprofessor von Tapasorsi ihm gesagt hat, von Sorsi, das klingt ja wie ein hugenottischer Name. Hugenotten, was sind denn die Hugenotten? Ja, die Hugenotten sind damals diejenigen, die aus der Verfolgung in Frankreich geflüchtet sind in die Vereinigten Staaten von Amerika. Die neue Welt, ja. Ja, und nicht nur die Hugenotten, sondern es sind ja viele Menschen, die damals in Europa unterdrückt und ermordet wurden, gefoltert wurden. Also die natürlich nicht, die sind ja getötet worden, aber Angehörige davon und andere, die man auch verfolgt hätte sonst, die sind ja nach Amerika geflohen, um da eben in Frieden zu leben, in einem Land, wo sie selbst sich ihren, zwischen Anführungszeichen, König wählen können. Aber sie wollten keinen König, sie wollten einen Präsident, deswegen haben sie eine Republik gegründet, auch keine Demokratie, sondern eine Republik, was ein ganz großer Unterschied ist. Aber heute spricht man ja von einer demokratischen Republik. Oxymoron.
und solche Sachen. Das heißt aber, die Amerikaner, die heute in dem Land leben, die haben doch überhaupt keine Ahnung mehr von der Vergangenheit ihres Landes und welche Menschen aus Europa erst dieses Land bevölkert haben und aus welchem Grund. Das wissen die alle gar nicht mehr. Und deswegen, auf diese Ignoranz kann man natürlich wunderbar bauen. Das ist Ignoranz ist das Lieblingsfutter der römisch-katholischen Kirche, ne? Also die Ignoranz der Menschen. Ja, mein Punkt ist halt, wenn also der Vater von Kennedy Kreuzritter gewesen ist oder Malteserritter gewesen ist und seine Mutter ist jetzt hier päpstlicher Adel gewesen, ne? Päpstliche Gräfin, ja, das ist die Eintrittskarte gewesen von dem Herrn Kennedy in die Politik. Der sollte römisch-katholische Politik machen. Auch als Auftrag seiner Eltern oder im Auftrag seiner Eltern. Das ist doch ganz klar. Die waren 1939 bei der Papstkrönung dabei, hallo? Ja. Und Abraham Lincoln, darüber wird gesagt von dem ehemaligen römisch-katholischen Priester Charles Chiniqui, der auch dieses Buch geschrieben hatte, Woman and the Confession, hat gesagt, dieser Krieg wäre ohne den finsteren Einfluss der Jesuiten niemals möglich gewesen. Wir verdanken es dem Papsttum, dass wir jetzt unser Land mit dem Blut ihrer edelsten Söhne gerötet sehen. Ja? Also, Lincoln hat das dem Chiniqui gesagt und Chiniqui hat das in diesem Buch 50 Jahre in der Kirche von Rom dann da publiziert. Ja, Samuel Morse, der Erfinder des Morse-Codes, hat also etwas Ähnliches gesagt, aber das wäre jetzt alles Wiederholung. Das haben wir alles schon gehabt. Ich werde hier mal weiterkommen. Ja, Herrscher des Bösen steht sowieso drin. Also das, wo willst du da anfangen? Also wer das sehen will, ja, der findet das auch. Ja, aber wer das nicht sehen will, ja, der findet das nicht. Und Daryl sagt ganz richtig, Jesuiten kontrollieren alle Seiten und so weiter, nach jeglichem Thema und so weiter. Und sie wollen halt einfach nur Chaos machen und dann geht da eben aus diesem Chaos eine neue Ordnung hervor. Ja, und ihr seht also dieselben Menschen und dieselben Sachen. Früher gab es mal Smedley D. Butler, der eine sogenannte Verschwörung dann halt da offiziell beendet hat, Anfang der 30er Jahre, gegen angeblich den Franklin Delano Roosevelt, der Freimaurer gewesen ist. Aber ob du das dann glauben sollst, das ist dann halt die andere Frage. Vielleicht sollte das auch damals noch nicht klappen und der Eindruck entstehen, dass es da irgendwelche mutigen Menschen gibt. Auf jeden Fall gab es damals offizielle Verschwörungen in der Wikipedia. Ne? Heutzutage undenkbar. Meine Frage ist, wenn so viel Leid in der Welt durch die Kirche aus Rom und speziell die Jesuiten verursacht wurde, die oder den Jesuiten, ja, richtiger Artikel, richtig Deutsch reden, und den Jesuiten verursacht wurde, die zudem hinter dem Attentat an Lincoln stehen, warum sollte es bei Kennedy denn anders sein? Allein schon aus der Logik heraus, aus dem gesunden menschlichen Verstand heraus. Kann ich dir beantworten. Die Bibel sagt dazu, ungefähr im Wortlaut 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14, der natürliche Mensch empfängt nicht die Dinge des Geistes Gottes, denn sie sind ihm Torheit. Er kann sie auch nicht erkennen, weil sie geistlich erkannt werden. Und deswegen verstehen die Leute das nicht. Und deswegen der Satz, den du gerade eben sagtest, Leute wollen das nicht sehen, hast du gesagt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Sie sehen das nicht, sie lesen das nicht, sie verstehen die Worte nicht, die da geschrieben stehen. Pass auf, die Leute können lesen und sie können Buchstaben zusammenfügen und zusammengefügte Buchstaben in einem Wort lesen, aber sie verstehen nicht, was das Wort bedeutet, sie verstehen nicht, was da steht, weil das geistige Dinge sind, Dinge des Geistes Gottes. Und wenn du diesen Geist nicht hast, dann verstehst du das nicht. Und das ist das Problem in unserer Gesellschaft heutzutage. Und all die ganzen Dinge, die du bis jetzt gemacht hast, satanische Medienagenda, die Televisionsserie, die du gemacht hast, die Wissenschaftsserie in Englisch, die du gemacht hast, das deutet darauf hin, dass alles in dieser Welt getan wird, um ein Ding aus der Welt zu schaffen. Den Geist der Menschen leitet und lehrt. Um Menschen den Heiligen Geist abzunehmen. Genau den Geist, den sie brauchen, weil sie alles nur natürliche Menschen gemacht werden. Und sie dann eben nicht mehr die Dinge des Geistes Gottes empfangen können und diese Dinge nicht sehen und nicht verstehen. Deswegen steht in der Bibel, sie haben Augen und sie sehen nicht, sie haben Ohren und sie hören nicht. Ja, sie können geistig nichts unterscheiden,
nichts wertschätzen, nichts validieren, nichts abwägen. Das können sie einfach nicht, weil sie sich mit dieser Welt beschäftigen, weil sie durch die Erziehung in der Musik, in der Wissenschaft und in der durch den Fernseher, also genau die Dinge, wo du die drei wichtigen Serien drüber gemacht hast, da so drin aufgebracht sind oder aufgezogen sind, erzogen sind, dass sie den Geist nicht mehr haben. Und das ist die Welt, in der wir heute leben. Und genau deswegen hat Jesus Christus gefragt, wenn ich wiederkehre, werde ich noch Glauben auf der Erde finden? Und deswegen wissen wir, dass es im Augenblick noch nicht ist, wenn Jesus wiederkommt, weil noch ist viel Glauben in dieser Erde. Ja, da haben wir drüber gesprochen letzte Woche. Ne? Ja, genau. Aber viel zu wenig. Ja, aber jetzt Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich fand diesen, lest es mal durch, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14. Das ist jetzt von mir aus der König James übersetzt. Aber der natürliche Mensch empfängt nicht Dinge des Geistes Gottes, denn sie sind in Torheit. Er kann sie auch nicht erkennen, weil sie geistlich erkannt werden. Ja? Also 1. Korinther 2, 14. Korinther ist direkt das erste nach den Römern 2 und dann 14. In der Schlachter steht es ein kleines wenig anders. Ne? Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ja, dabei sind viele Dinge wirklich so simpel. Ne? Guck mal, der ganze Faschismus und so weiter, der gründet sich auf Italien. Wir als Deutsche werden immer beschimpft mit unserer Vergangenheit. Ja? Dabei ist das nur eine Kopie des Italienischen. Ne? Das ist ja, aber hier in Belgien meckern sie auch immer über die deutschen Nazis und erinnern sich ja nie an ihre eigene Rex-Partei. Ja, das ist faszinierend. Ne? Also entschuldige bitte mal. Ja, und diese Faszis, wo der Faschismus herkommt und so weiter, die findest du dann im amerikanischen Senat. Also ich meine, das muss man doch alles sehen. Ich meine, wie viele tausend Sendungen willst du darüber machen? Alles kommt aus Rom, Michael, weil die Bibel recht hat. Ja. Und die Bibel sagt im 2. und 7. Kapitel von Daniel, das ist ab der Zeit, in der die Juden in der babylonischen Gefangenschaft sind, noch vier menschliche Königreiche geben wird, die die Welt regieren. Immer die, zwischen Anführungszeichen, zu dem Zeitpunkt bekannte Welt. Mhm. Babylon als das goldene Haupt der Figur des Menschen in Daniel Kapitel 2 oder als der Löwe in Daniel, in dem Tiervergleich in Daniel Kapitel 7. Dann als zweites das Reich der Medo-Persier, das als silberne Schulter und Arme und Brust dargestellt wurde. Oder als der Ziegenbock mit den zwei Hörnern. Ne? Das eine Horn höher als das andere. Daniel Kapitel 7. Und dann das dritte, Griechenland, das dargestellt wurde als die Hüfte und die Oberschenkel aus Messing in Daniel Kapitel 2 oder eben dargestellt wurde als Leopard mit vier Flügeln in Daniel Kapitel 7 und zum Schluss das unbeschreibliche Tier aus Daniel Kapitel 7 oder eben die Beine aus Eisen und die Füße mit den Zehen aus Eisen gemischt mit dem Ton. Daniel Kapitel 2 und halt das unbeschreibliche Tier in Daniel Kapitel 7. Das sind die vier Königreiche. Und als Jesus Christus sein Ministerium hier auf dieser Erde hatte, als er hier geweiht wurde, wie sagt man das jetzt, anointed im Englischen. Gesalbt. Ja, danke, gesalbt. Das Wort fehlte mir gerade. Als er gesalbt wurde im Jordanfluss, und sein Ministerium für 3,5 Jahre im Fleisch begann, da hat er bereits gesagt, dies sind die letzten Tage. Warum? Wir sind im letzten Reich, wir sind in Rom. Nur den Leuten wird immer gelehrt, ja, aber Rom ist 476 nach Christus gefallen. Rom ist schon tot. Ja, und wenn man die Lehre glaubt, dann ist man schon von Anfang an verloren. Daniel hatte recht, weil Daniel diese Vision von dem Engel Gabriel bekommen hat und dieser Engel Gabriel ein direkter Vertreter Gottes war. Das heißt, Gott hat durch Gabriel mit Daniel gesprochen.
Es ist Gottes Offenbarung, genauso wie es die Offenbarung ist im Buch der Offenbarung, die Johannes geschrieben hat am Ende des Neuen Testaments. Da steht ja auch drin, dass dieses die Dinge sind, die Gott offenbart und die Jesus Christus dann seinen Menschen mitgibt für die Dinge, die in kürzer Zeit in Erfüllung kommen werden. Um das mal ganz kurz eben so zusammenzufassen. Und das ist eben das Problem. Die Leute haben überhaupt nicht mehr das geschichtliche Wissen und linken nichts mehr, was wir heute in der Welt sehen, an Rom. Und sie werden dann noch immer abgelenkt mit Ägypten und solchen ganzen Quatsch. Wobei, vor Ägypten gab es Babylon. Das muss man erstmal wissen. Man muss sich mit Babylon beschäftigen. Wenn man sich mit Babylon beschäftigt, beschäftigt man sich mit Daniel, dann weiß man, es gibt vier Reiche und wir sind heute immer noch in dem letzten Reich. Weswegen Jesus Christus vor 2000 Jahren bereits gesagt hat, dies sind die letzten Tage. Hiernach kommt nur noch die Wiederkunft Christi, wenn er zum zweiten Mal kommt. Also hat alles römische Spuren. Und das ist genau das, was du hier jetzt in diesem Video aufzeigst. Die ganzen römischen Spuren, die Faschis, da diese Abzeichen, römischer Adler, nenn es mal, spielt ja keine Rolle. Alles römisch, weil wir eben in diesem einen letzten Reiche uns befinden. So. Ja, und deswegen ist es auch nicht erstaunlich, deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass eben die ganzen Schlüsselpositionen in der Politik, egal in welchem Staat, immer mehr und immer mehr und immer mehr besetzt werden durch eben, ja, Vertreter von Rom. Ja, Daryl Eberhardt hier, der ist ja nicht irgendjemand, der hat also jahrzehntelang gedient in der amerikanischen Armee und war also auch in einem Geheimdienstressort unterwegs, hat Aufklärungsflüge mitgemacht und so weiter und ist also ein wahnsinniger Fundus an Informationen und Büchern, was der Mann da zu Hause hat und gelesen hat. Und er sagt also hier auch jetzt beispielsweise während des Ersten Weltkrieges zum Beispiel, da war also jede Position und so weiter dann belegt durch einen Ritter von Kolumbus. Dasselbe, was auch der John F. Kennedy gewesen ist. Ja, steht alles in diesem Buch hier. Die unterdrückte Wahrheit über den Anschlag auf Abraham Lincoln. Und selbst der Präsident Ronald Reagan, der hat jetzt hier beispielsweise gesprochen auf eben genau dieser Versammlung von den Ritter von Kolumbus 1982. Also es ist immer die Kirche hinter der Politik. Das kannst du gar nicht trennen. Vor allem nicht in den Staaten, die natürlich jetzt ein Kirchenvertrag haben, ne? Konkordat, so wie Deutschland. Immer noch. Ne? Wir haben also immer noch eins aus der Nazi-Zeit. Das machst du gerade Werbung für meine Serie Moderne Kriege, ne? Man wird ja auch immer sagen, dass eben jeder Krieg religiösen Hintergrund hat. Das ist hier genau dasselbe, ja. Ja, wie gesagt, danke, also kannst jetzt, Werbung kann ich gebrauchen. Ja. Ja, also es gibt unglaublich viele Bücher, beispielsweise hier durch einen deutschgeborenen und so weiter ehemaligen katholischen Priester Bernhard Fresenburg. Ja, 30 Jahre in der Hölle oder von Dunkelheit ins Licht. Ja, gibt so viele Bücher, die halt darüber geschrieben worden sind, ja, was in der katholischen Kirche dann überhaupt dann stattfindet oder stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Ja, das ist alles satanisch und da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu echauffieren und so weiter. Wir wissen es ja. Da nochmal der E. Howard Hunt, der gesagt hat, Mensch, also als CIA-Mensch, wir haben immer in einer bewundernswerten Manier gesagt, dass die Jesuiten doch tatsächlich so den größten Geheimdienst der Welt aufgerichtet haben und immer noch haben. Ja, und der Mann hat ganz viel mit der Kennedy-Geschichte auch zu tun. Zurück zu Rom, wo wir gerade schon das Thema hatten. Der Marcus Tullius Cicero, ein Gegner von Cäsars und an der Verschwörung nicht beteiligt, war Zeuge und schrieb später in einem Brief, dies sei das gerechte Ende eines Tyrannen gewesen, kommt aus Cicero ad Atticum 14. Das gerechte Ende eines Tyrannen gewesen. Und den Mord an Cäsar bezeichnet man deshalb auch als Tyrannenmord, aufgrund von Cicero. Sic semper tyrannis ist angeblich der Ausspruch des Knight of the Golden Circle, des Ritters, wenn du so willst, in Stellvertretung von Rom, der die Ermordung des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln 1865 vollzogen hat im Ford Theater. Weswegen dann auch der Attentäter oder vermeintliche Attentäter Lee Harvey Oswald dann in ein Theater gerannt ist und der Kennedy einen Lincoln unterwegs ist, also man sieht die ganzen Verbindungen dann sowieso. Aber interessanterweise ist beides Mal sitzt seine Frau neben ihm, also bei Lincoln und bei Kennedy. Und beides Mal, also ne, so der Sicherheit halber, wird der Präsident aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Ne? Deswegen, meiner Meinung nach, fällt deswegen auch eine Gewehrkugel aus dem sechsten Stock oder Grassy Knoll und so weiter völlig aus. Aber was jetzt noch auffällig ist, ist die Abwesenheit, eben genau das, was man nicht sieht, die Abwesenheit des Geheimdienstes.
Der war nämlich genau zu dem Zeitpunkt, wo der, nach meiner Information, wo der Herr Lincoln in der Loge saß, eben abwesend. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo der Kennedy auf der Amstel unterwegs war, genauso weit weg von dem Kennedy. Und wenn man sich dann so die Maxime anguckt des Geheimdienstes hier von Pinkerton damals, we never sleep, wir schlafen nie, dann habe ich mir gedacht, okay, auf der einen Seite sind das Freimaurer, genau wie Nadidi Plaza, auch wieder eine Singularität der Ereignisse, und gleichzeitig müssen die dann wohl Sekundenschlaf gehabt haben, und zwar sowohl bei der Ermordung von Lincoln als auch bei der Ermordung von Kennedy. Genau dann da, wo die gebraucht worden wären, genau dann waren sie nicht da. Und deswegen, die schlafen nicht unbedingt nicht, aber die schauen halt weg. Ne? Ja, aber die schlafen halt, die machen ihren Job nicht. Die machen ihren Job nicht. Der Unterschied von Kennedy mit seiner Frau, mit Lincoln und seiner Frau ist, wenn ich das richtig sehe, sitzt die Frau hier auf der anderen Seite. Ja, wir wissen ja nicht, ob das alles so richtig ist, was da jetzt gemacht wird. Ne? Also wenn ich, es so richtig dargestellt ist. Ja, ich hab also auch genug Bilder gesehen, wo Lincoln auf der rechten Seite sitzt. Ne? Also von daher wäre ich jetzt vorsichtig, aber ja, also Thema ist letzten Endes, beides Mal wurden die Präsidenten eben zu dem Zeitpunkt eben nicht vor einem Attentäter beschützt. Ne? Also, und es gibt eben genug Geschichten, deswegen, weswegen die JFK-Anschlagsgeschichte dann eben sehr, sehr augenfällig ist. Ne? Also man sieht ja auch bis zu dem finalen Schuss niemanden, der im Auto oder um das Auto herum irgendwie in Deckung geht. Ne? Eben genau nicht, weil eben dann eben keine magische Kugel verwendet worden ist. Und da kommen wir bald zu. Ne? Und der Herr Greer, der hat ja auch gestoppt, nach hinten geguckt, hat dem Motto, ey, ich habe eine kugelsichere Weste oder ich bin kugelsicher, mir kann nichts passieren. Ich meine, wenn er schon irgendetwas sieht, dann müsste er doch schon eigentlich erst recht beschleunigen und abhauen und nicht stehen bleiben und rumgucken, oder? Tja, und auch LBJ, der Lyndon B. Johnson, würde niemals den John Connolly doch irgendwie gefährden. Schließlich sind das beides Weggefährten, politische Weggefährten. Und auch die Jackie Kennedy, die würde nicht einfach irgendwie rumkreuchen und fleuchen und da ein tolles Ziel abgeben, oder? Aber wie gesagt, wenn man dann eben nicht begreift, dass das alles eine CIA-Aktion gewesen ist und dass der Connolly höchstwahrscheinlich mutmaßlich nie getroffen worden ist und dass es dann auch alles ein Ablenkungsmanöver ist, man kann schließlich alles fälschen, wenn man Regierung heißt, dann begreift man natürlich diesen Anschlag nicht und fällt natürlich genau in dasselbe Raster wie Millionen von Menschen, die einfach wie in der Muppet-Show einfach sich die Bühne angucken und das Programm genießen und nicht verstehen, dass sie gerade programmiert werden. Genau wie jetzt. Lyndon B. Johnson, John Connolly. Und klar, man lässt den John Kennedy einfach mal so ein bisschen Schießübungen machen lassen. Ne? Glaube ich nie nix von, niemals. Und ich bin auch nicht der Einzige. Ja? Genau wie Abraham Lincoln ist nämlich Kennedy mit höchstwahrscheinlicher Sicherheit und vor allen Dingen auch sehr sicher aus nächster Nähe umgebracht worden. Und zwar entweder von dem Herrn Greer und der Frau Kennedy oder von der Frau Kennedy oder eventuell auch hinter dem Schild schon einen Steckschuss von dem Herrn Kellerman. Wer weiß das so genau? Das kriegst du mit dem Mr. Bruder-Film eben genau nicht raus. Aber auf jeden Fall, die drei wissen genau, wie es gewesen ist. Und auch hier an dem Bild finde ich also etwas sehr interessant. Und zwar das, was ich noch nie behandelt habe. Ein sonniger Tag in Dallas. Und die Sonnenabweiser sind nach oben geklappt. Normalerweise würde ich doch sagen, dass genau wenn es ein sonniger Tag ist, würde ich die doch, je nachdem von welcher Seite die Sonne kommt. Aber was ist das hier? Und ich sage nochmal, ich sage nicht, dass ich die Wahrheit sage, aber ich sage immer noch, es muss irgendeine Möglichkeit geben, eine zweite Kamera im Auto zu verstecken. Und das zum Beispiel hier die Ecke, das wäre eine interessante Möglichkeit, irgendwo hier auf der anderen Seite eine Kamera zu verstecken. Der Knolli ist dann aus dem Blickfeld und der Weg ist frei für die Kamera auf den Herrn Kennedy. Ist ja nur mal eine Idee. Ich habe mir was angeguckt und zwar ist mir eine Idee gekommen. Der Herr Kennedy, der ist ja in seinem Auto umgekommen. Und ich komme gleich zu dem Herrn Spellman. Der Kennedy ist in seinem Auto umgekommen und der Kennedy ist ja nicht nur jetzt da in Dallas gewesen, sondern der hat auf seiner Präsidentschaft Reisen unternommen. Und diese Reisen sind jetzt hier auf einer Webseite benannt. Da haben wir die Reisen 1961 und 1962 und 1963. Da haben wir auch hier Deutschland mit Adenauer, ne? Auch Ritter, Deutscher Orden, ne? Kreuzritter. Irland, England und dann war es das dann auch schon. Da habe ich mir gedacht, das gucke ich mir doch mal England an. Also, England und Irland. Ne? Irland ist im Juni 26. 26. Juni. Okay, also. Da fährt er aber nicht in seinem Lincoln, ne? Da fährt er in der Queen Mary, also hier in dem Cadillac, in dem Verfolgungsfahrzeug aus Dallas, ne? Da fährt er da drin. Ja. Da kommt er aus einer Kirche hier und steigt jetzt hier in seinen Lincoln ein. Das ist aber
in England, im 29. Juni 1963. Von da aus fährt der Jutemann nach Rom, nach Italien, weil doch gerade der Papst gekrönt worden ist. Und als guter Junge und als Präsident der Vereinigten Staaten fliegt natürlich der Kennedy nach Italien. Habe ich mir gedacht, gut, interessant. Also, die nächste Station ist Italien, Rom. Und danach die nächste Station ist Vatican City. Und das ist die letzte Auslandsstation von Herrn Kennedy. Also Endstation Vatikan. Und in Italien, in Rom, wird der Mann dann so empfangen. Fährt aber wiederum nicht in seinem Lincoln drin. Das heißt, das letzte Mal, wo der Lincoln in einem Auslandseinsatz gewesen ist, ist am 29. Juni 1963. Man hatte also 4,5 Monate Zeit. Und ausgerechnet ist das auch dann hier, wo der Papst gerade mal gekrönt worden ist. Also ich sage ja nur mal so, ne? Damals hat man dann etwas mehr Security gehabt über Herrn Kennedy herum. Ne? In Rom, da durfte ja nichts passieren. Ne? In Rom, da ist der Kennedy in Rom unterwegs. Aber nicht in dem Lincoln, so wie ich gesehen habe. Das Ding sieht nicht wie das Lincoln-Ding aus. Tja, und nun kein Lincoln. Aber in Dallas der Lincoln. Diesmal wahrscheinlich mit wie vielen Funkfrequenzen auch immer und mit Spezialausstattung unterwegs. Und der Mann hat natürlich keine Chance gehabt, weil der hat ja alleine schon in seiner Rede 1960, wo er gesagt hat, ich bin gar nicht der katholische Kandidat für die Präsidentschaft, hat er ja schon gegen die päpstliche Bulle verstoßen, Unam Sanctam. In ihr hat der Papst im Jahre 1302 die Vormachtstellung des Papsttums gegenüber weltlichen Herrschern deklariert und nie zurückgenommen. Und das ist eine Geschichte von Mittelalter mit dem Papst Bonifatius dem 8. und dem schönen König aus Frankreich Philipp dem 4. Unam Sanctam. Eine heilige Kirche. Eine, ne? One World Religion. Ja, und da allein schon gegen diese alten Geschichten hat da jetzt der Herr Kennedy da jetzt verstoßen. Und ausgerechnet dieser Mensch, dieser Philipp der Schöne, ist dann derjenige, dem es dann obliegt hat, also der dann eben dann die Zerschlagung des Templerordens mit Billigung des Papsttums dann da halt verzogen hat. Ja, ja, gibt schon so viele interessante Sachen. Jacques de Molay. Ja, Jacques de Molay ist der Namenspatron des Ordens, wo der Nachrichtensprecher Walter Cronkite mit drin war. Das ist natürlich alles nur ein Zufall. Der Papst gab sein Einverständnis für den Prozess gegen die Templer. An einem Freitag, dem 13., wurde dann eben die meisten Ortsangehörigen verhaftet. Freitag, der 13., ne? Da kommt das her. Man klagte sie wegen Ketzerei, Götzenanbetung, sodomistischer Praktiken und anderer Verfehlungen an. Ja, aber der Klerus hat dann für den Orden teilweise applaudiert und dann wurde ein Autodafé vollzogen. Das liest sich da unheimlich schön, ne? Ein Autodafé klingt so wie ein Autocafé, ne? Irgendwie so ein Motel oder sowas, ne? Ist aber eine Verbrennung. Muss man sich mal vorstellen, ja? Also, das erzählt der Wikipedia und schreibt ein Autodafé. Dann muss er erstmal wieder überlegen, was ist das denn nur wieder? Das liest sich ja alles eloquent. Hat aber mit der Wahrheit dann immer ganz wenig zu tun, ne? Und in diesem Text, Unam Sanctam, gegen den der Kennedy alleine schon verstoßen hat, weil jeder weltliche Herrscher muss eigentlich dem Papst untertan sein, steht genau Folgendes drin in dem Text. Beide Schwerter hat die Kirche in ihrer Gewalt, das Geistliche und das Weltliche. Dieses aber ist für die Kirche zu führen, jenes von ihr. Jenes gehört dem Priester, dieses ist zu führen von der Hand der Könige und Ritter. Aber nur, und jetzt kommt das Entscheidende, wenn und solange der Priester es will. Das heißt, der Priester steht immer über den Königen und Rittern. Das steht in dem Text von Unam Sanctam drin, das ist von 1302, das ist 700 Jahre altes Gesetz. Und die beziehen sich natürlich auf Römer 13,1, aber lass uns da bitte jetzt keine Bibelstudie drüber machen, weil die römisch-katholische Kirche ist nicht von Jesus Christus gegründet worden. Ne? Aber hier steht ganz deutlich drin, in einem Befehl des Papstes von 1302, dass nur die weltlichen Könige und Ritter, die weltlichen Herrscher, die Macht haben, solange der Priester es will.
Ganz einfach. Und dann seht ihr schon alleine von einem 720 Jahre alten Gesetz sozusagen, ja, dass jeder dem Papst hörig sein muss, weil diese päpstlichen Befehle sind niemals irgendwo widerrufen worden. Weswegen auch Inri eben genau nicht Jesus von Nazareth König der Juden heißt. Es stand keine Abkürzung auf dem Kreuz, wo Jesus auf Golgatha gekreuzigt wurde, zwischen den Kriminellen, sage ich jetzt mal. Sondern dass die wirkliche Übersetzung dafür heißt Justum Neca Reges Impios. Das heißt, es ist gerecht, ungläubige oder ketzerische Könige, also abgefallene Könige, die eben beispielsweise nicht eben mit 1302 Unam Sanctam die Macht dem Papst zu billigen, wie Kennedy das getan hat. Nochmal der Satz, es ist gerecht, ungläubige oder ketzerische Könige, Regierungen oder Herrscher auszurotten oder zu vernichten und das heißt zu töten. Das ist eben auch wieder so ein Schmuh in unserer Gesellschaft, dass eben Ableitungen und Abkürzungen alles bedeuten können. Auf dem Kreuz stand eben der komplette Titel drauf, Jesus von Nazareth, der König der Juden, in verschiedenen Sprachen, und zwar in Hebräisch, Griechisch und Latein. Und eben keine Abkürzung. Also ihr seht in diesen ganzen Beispielen, dass die römisch-katholische Kirche der Widersacher Jesu ist, so wie es eben in den ganzen Bibeln und in den ganzen Kapiteln beschrieben ist. Und das haben wir jetzt hier damals in den Lesungen von Griesinger, die vollständige Geschichte der Jesuiten, vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt, den Titel, den Jörg und ich bis heute nicht auswendig können, eben dann damals beschrieben. Das ist der sogenannte Regizid, das ist der erlaubte Königsmord. Der erlaubte Königsmord. In der Bibel steht drin, im offiziellen sechsten Gebot, du sollst nicht töten. Aber da viele Anhänger von gefälschten Bibeln meinen, dass ihr Oberhaupt aus Rom der Stellvertreter Christus und damit Gott ist, und wenn der dann befiehlt, dann hat quasi Gott einen Mord befohlen. Und die führen den dann aus, das ist das, was Jörg eben gesagt hat, von wegen, und sie werden glauben, Gott damit einen Dienst erwiesen zu haben. Und hier steht ganz klar drin, Königsmörder, Ravaillac und die Vorsehung Gottes in Anschlägen der Jesuiten. Also, das steht auch in den deutschen Büchern drin, natürlich, die jetzt in Frakturschrift teilweise geschrieben sind. Und deswegen heutzutage keiner mehr liest, außer Jörg anscheinend und Gerald oder so.